Hallo meine Lieben, ich begrüße euch aus der Residenzstadt Potsdam. Ich bin jetzt hier im Berliner und Potsdamer Raum die nächsten Tage, also bis zu diesem 3. Oktober, und werde euch mit ein paar kleinen Vlogs erfreuen, hoffentlich. Das heißt, ich werde jetzt keine Schminkvideos machen oder irgendwelche Kosmetikvideos. Ich muss jetzt auch den Arm so weit halten. Ich will euch ein paar schöne Impressionen von dieser entzückenden Stadt zeigen. Jetzt drehe ich gleich mal das ganze gute Stück um. So, wow. Weil das Problem ist, schneiden kann ich auch nicht. Ich sage euch, das ist nicht so einfach, wenn man nicht so viel Technik mit hat. Also ich nehme euch jetzt mal mit, ich laufe jetzt. Das heißt, ich mache mal einen kleinen Schwenk. Also das ist die Allee zum Drachenhäuschen. Und hier habe ich jetzt gerade gestanden und jetzt gehe ich mit euch zu einem Schloss. Und zwar ist das die Orangerie. Sehen wir mal, wenn ich die Leute nicht mehr drauf habe. So, also ich befinde mich im Parc Sanssouci und der Parc Sanssouci beherbergt sehr viele Schlösser, also die Schlösser und Gärten zu Sanssouci. Also Potsdam, ich sage nur Potsdam, Mon Amour, berühmte Baumeister, Gartengestalter, Architekten haben hier ein Ensemble geschaffen, was wirklich auf der Welt seinesgleichen suchen kann. Es ist wunderschön, also es ist jetzt der Seitenflügel von der Orangerie. Ich möchte euch jetzt die Orangerie zeigen. Und zwar, die Orangerie ist erbaut worden von Friedrich Wilhelm IV. von 1851 bis 1864. Sie beherbergt unter anderem einen Gemäldesaal. Da hängen Kopien von Raphael, also auch unter anderem die Sixtinische Madonna, allerdings nicht das Original. Und dieses Schloss ist erbaut worden im Stil der italienischen Renaissance. Außerdem Orangerie, das ist also, hier werden Pflanzen, diese ganzen schönen Topf- und Kübelpflanzen, die ihr hier seht, wie diese Palmen, die können natürlich im Winter bei den Temperaturen hier in Deutschland nicht draußen bleiben. Also werden die in diese sogenannten, ja, Gewächshaus ist es ja nicht, ne? Werden die hier verstaut. Ich leuchte jetzt mal hier rein. So, gut. Also, ich laufe mit euch noch ein Stück und will euch natürlich dieses wunderbare, entzückende Schloss von vorne zeigen. Ja, also wie gesagt, das ist ja meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen, hatte das wahnsinnige Glück hier in dieser tollen Stadt. Das Land war damals, also die DDR, das System war natürlich nicht wundervoll. Aber das ist jetzt nicht das Thema, aber diese Stadt war einzigartig. Und wie Wolfgang Job kann ich nur sagen, das ist ja auch ein Potsdamer Kind. Also die Liebe zu Potsdam bleibt immer. Da kann man machen, was man will. Und egal, wo man auf der Welt sich aufhält, man ist immer wieder gewillt und geneigt, hierher zurückzukehren. Ihr seht, da sind nicht viele Touristen unterwegs, es ist mitten in der Woche. Am Wochenende sieht es ja ganz anders aus. Ja, und ich habe hier schon als 14-jähriges Mädchen gearbeitet in diesem Schloss. Erst als Aufsicht, damit niemand was anfasst, in der Gemäldegalerie, und später habe ich selber Führungen hier abgehalten. So. Jetzt befinden wir uns hier, jetzt ist ein hübscher Springbrunnen. Ja, jetzt mache ich mal so einen Zoom hier rum. Und das ist auch übrigens der Friedrich Wilhelm IV., der dieses entzückende Schloss hat erbauen lassen. Um euch das Ganze mal von vorne zu zeigen. Dieses Schloss, das steht so ein bisschen von der Anhöhe. Ich will jetzt mal sehen, dass ich hier keine Leute damit drauf habe. Deswegen gehe ich jetzt mal, schwenke ich mal zu den Pflanzen rüber. Sehr schön, das wird sehr schön gepflegt hier, dieser ganze Park. Schwenk, schwenk, schwenk. So, hier seht ihr das mal. Ne, das sind die Seitenansichten. Da sind diese Gewächshäuser. Und das ist das Schloss. Jetzt sag doch mal selber, das ist doch der Hammer, ne? Das ist der absolute Oberhammer. Ich liebe dieses Schloss. Es gibt ja viele Schlösser hier, ne? Die römischen Bäder, das Schloss Sanssouci, das neue Palais. Und dieses Schloss hat es mir immer schon angetan. Tja,
Da gibt es darin ein Lapislazuli-Zimmer, ein Malachi-Zimmer, das sind also die ganzen Wände, alles und die ganzen Möbel sind mit diesen Halbedelsteinen, Geschenke aus Russland verarbeitet worden. Also das ist einfach, es ist einfach schön. Und das wollte ich euch mal zeigen. Das ist immer so ein bisschen, guck mal, das Wetter ist auch klasse, der blaue Himmel, so ein Gefühl dafür bekommt, was findet die eigentlich toll, diese Kirsti in diesem Potsdam? Was labert die eigentlich immer über Potsdam rum? Meine liebe Freundin Verena wird sich jetzt total freuen, wenn sie das Video sieht. Guck mal, und hier ist das, unser Engelchen. So, ich muss mich jetzt hier ins Blumenbeet latschen. Das kann natürlich sein, dass das jetzt nicht... Doch, ne? Kann man super sehen. So, jetzt gehe ich mal vielen, vielen Stufen runter und zeige euch den grünen Bogenschütze. Der grüne Bogenschütze, für mich das Sinnbild eines Mannes. Also das ist hier, da unten ist jetzt die Straße und da ist der Park Sanssouci. So, ich habe euch ja gesagt, dass dieses Orangerie-Schloss auf so einer Anhöhe steht und na gut, ich wartet. So, ich kann nochmal hochschwenken. Sieht man ein bisschen? Ja, so ein bisschen. Schwenk, schwenk, schwenk. Ich versuche wirklich die Kamera ruhig zu halten, damit ihr kein nervöses Augenleiden bekommt. Aber für die Kamera habe ich noch keinen Stab. Wäre eigentlich auch mal eine Idee, ne, wenn man öfter Vlogs macht, dass man sich so einen Stab für die Kamera zulegt. Mein Gott, ich muss noch eine Ecke laufen, bis ich am grünen Bogenschützen bin. Also ich hätte diese Stadt, wenn es dieses totalitäre System nicht gegeben hätte, also wenn wir nicht dieses Ost-West-Ding gehabt hätten, wäre ich niemals, niemals hier weggegangen, weil es gibt für mich keinen schöneren Ort, also um zu leben. Ja, das ist nun mal so. Ich meine, man ist zwar näher in Polen als in Frankreich, man ist auch nicht in der Mitte Deutschlands, aber ich meine, nicht umsonst haben sich hier die Kaiser und Könige niedergelassen. Die haben schon gewusst, warum, ne? Es ist hier eine wunderschöne Landschaft in diesem brandenburgischen. Wahnsinnig viele Seen. Es ist doch nicht ganz glatt und es ist nicht bergig, so Endmoränenlandschaft. Also Seen und Flüsse und eben diese vielen, vielen Landgüter, Landschlösser. So, jetzt, Ladies, jetzt sind wir gleich am grünen Bogenschützen und dann werde ich das Video auch beenden. Ich will euch nicht zu lange strapazieren mit meinem Rumgelaber hier. So, und hier sind natürlich viele Menschen jetzt. So, hier ist erstmal, hier ist die Muschelgrotte. Hinter dem Springbrunnen ist die Muschelgrotte. Die bin ich als junges Mädchen immer rumbalanciert. Ja. Wartet, ich zeige euch jetzt gleich die Muschelgrotte. Es ist natürlich immer ein Wetter zum Knutschen heute. Wir haben Herbst. Es ist wunderbar, es ist nicht zu warm, nicht zu kalt, es ist auch nicht windig. So, jetzt zeige ich euch das mal hier. Schaut euch das mal an. Diese tolle Fontäne. Dann dahinter die Muschelgrotte. Diese Gewölbe sind alle mit Muscheln und Halbedelsteinen versehen. So, da ist eine Reisegruppe. Ich schwenke jetzt mal hier rüber. Das sind die sogenannten Flüsterbänke. So, und hier ist er. Hier ist er, das Sinnbild eines Mannes. Ich sag's euch, der hat vielleicht Formen. So. Das ist eine Bronzefigur, die ist natürlich grün geworden im Laufe der Jahre. Das ist der grüne Bogenschütze. Ja, ich muss gegen das Licht jetzt hier filmen, weil es ist an einem Vormittag. Ich hoffe, man kann das trotzdem gut sehen. So. Ihr Lieben, jetzt schwenke ich nochmal zurück. Das sind die berühmten Flüsterbänke, die Holzbänke. Und da haben wir nochmal das ganze Schloss. So. So, jetzt mache ich mal wieder mal meinen Finger. Ja. Jetzt will ich mal hier von dem Rasen hier. So, das war jetzt ein kleiner Vlog aus dem Park Sanssouci. Ich werde jetzt mich auf eine Flüsterbank setzen. Da habe ich früher oft mit meinen Kindern gesessen und dem Hund. Die sind immer um die Wette gelaufen hier in diesem Rondell. Wer war schneller? Die Kinder oder der Hund? Aber die Kinder hatten noch verbundene Augen. Das war der Witz bei der ganzen Geschichte. Das war herrlich. So, jetzt setze ich mich mal hier in Dreck. Ihr Süßen. Das war's. Das war's für heute. Ich grüße euch aus der Landeshauptstadt Potsdam und ich denke an euch und ich wünsche euch das Beste wie immer.
Seid gut zu euch und bis bald. Ciao. So.